Ja, liebe Leute, willkommen im heutigen Video, liebe Schrauber und Kulturbanausen. Heute kommen wir zum vierten und das hätte ich auch letzten Teil vorerst zu diesem Werkstattwagen. Und heute geht es um ja das umfangreiche ja, Spezialmodul mit der Säge und den Pfeilen und unten um die verschiedenen Hämmer und ähnlichen ja, Zubehörteile, die unten noch drin sind, die in so einem Basissortiment nicht fehlen sollten. Schaut euch mal gerade an, ich zeige euch mal kurz aus der anderen Perspektive, um was es heute genau geht. Unser heutiges Thema ist dieser schöne Satz zur Metallverarbeitung. Ja, mit Pfeilen, mit Sägen, mit Maßband, hier so ein Cuttermesser und sowas. Also eben so ein schöner Satz, der in den meisten Werkstattwagen leider fehlt. Und eben zusätzlich noch dieses schöne Sortiment an verschiedenen Hämmern und Meißeln und Splintreibern. Das wäre unser heutiges Thema. Ja, ihr habt gesehen, um was es heute geht. Und zwar eben um dieses Sondermodul unten mit der Säge und mit, ja, mit den Pfeilen drin und dem ganzen Sonderzubehör sowie eben dem umfangreichen Hammer-Sortiment. Ich fange mal andersrum an heute. Warum? Ich fange mit den Hämmern erstmal an. Die meisten Leute werden sich fragen, warum habe ich denn alle Hammermodule bestellt? Einfach nur, weil ich es interessant fand. Wirklich, einfach weil ich es interessant fand. Und zwar, zum einen haben wir hier quasi den klassischen Hammer, wie man ihn kennt. 300 Gramm Hickory-Stab. State of the Art. So wie ein Hammer im Werkstattwagen sein sollte. Aber Paddinghouse hat halt tatsächlich ganz viele Hämmer im Sortiment und tatsächlich aus verschiedenen Materialien, in verschiedenen Stärken, verschiedenen Größen. Und deswegen dachte ich pack mal ein paar mehr rein, einfach nur, um mal diesem Thema auch nochmal ein bisschen Tribut zu zollen. An zweiter Stelle haben wir hier nämlich einen, ja, Kunststoff, ich nehme an, Fiberglasstab, der mit so einer Gummierung bezogen ist. Und das tatsächlich, ja, echt, echt schön in der Hand liegt. Auch hier 300 Gramm. Tatsächlich insofern schick, weil dieser Hammer aufgrund dieses gummierten Griffes tatsächlich sehr viel weniger Vibrationen in den Griff überträgt. Das heißt, wenn man irgendwo draufschlägt, quasi Stahl auf Stahl, hat man ja oft, dass man diesen Schlag bis in die Knochen fühlt mit so einem Holzhammer. Hier deutlich, deutlich weniger. Wenn du hier wirklich Metall auf Metall hämmerst, merkst du davon viel, viel weniger. Und eben ist auch die Frage, ne, so ein Holzstab, der, ja, der ist halt hier mit so einem Lack überzogen. Der Lack splittert irgendwann im Laufe des Alters, wenn man das Ding viel benutzt hat, splittert er irgendwann und dann zieht sich hier auch Dreck rein und so weiter und dann sieht er auch einfach nicht mehr schön aus. So ein gummierter Kunststoffhammer, der sieht einfach länger ein bisschen schön aus und für mich liegt der auch ein bisschen besser in der Hand. Der Holzhammer hier ist glatter. Und der hier ist so ein bisschen durch diese Gummierung so ein bisschen schön, liegt der gut und griffig in der Hand. Also ich finde den schon mal ganz schick. Das zu den beiden. Jetzt kommen wir zu dem Hammer hier. Der Hammer hier hat eine kleine Besonderheit. Erstens ist er 500 Gramm, das heißt, er hat ein bisschen mehr Kavum. Aber jetzt kommt der schöne, ja, Gag am Rande. Wir haben hier den sogenannten Four Component oder auch Carbotech genannt. Und warum Carbotech? Weil Carbon. Hier unten auch schön aufgedruckt, eingestanzt. Wir haben hier tatsächlich einen Hammer mit einem Carbongriff und tatsächlich dieser Carbongriff nochmal mit einer, ja, Gummierung überzogen. Das äußert sich insofern, als dass wir hier zwei Hämmer haben. Der eine 300, der andere 500 Gramm. Der Hammer ist genauso schwer wie der hier. Also zumindest gefühlt ist zwischen den beiden nur ein Hauch von einem Unterschied. Liegt einfach daran, Carbon sehr leicht. Fasermaterial, Verbundmaterial macht die ganze Sache sehr leicht, ist aber tatsächlich im Gegensatz zum Irrglauben von vielen Menschen. Viele Leute glauben, Carbon sei spröde. Ja, es kommt darauf an, was für ein Carbon. Carbon ist ein Verbundfaser und je nachdem, aus welchen Fasern sie besteht und wie sie gewebt wurde, kann Carbon sehr brüchig sein. Zum Beispiel, ich sag mal, so ein Kotflügel von einem Motorrad gibt es im Zubehör zuhauf für verschiedene Motorräder. Wenn er aus Carbon ist und man da kein richtig vernünftige Faser hat und keine richtige Webstruktur hat, dann kann der sehr brüchig sein. Deswegen fordert der TÜV ja bei sowas auch immer einen Bruchtest bzw. ein Bruchgutachten.
damit er Splittergutachten, damit er weiß, wie das Material splittert, ob es splittert, damit es im Straßenverkehr nicht zu Verletzten führt, wenn sowas passiert. Irgendwie Unfall oder ähnliches. Aber nichtsdestotrotz, Carbon kann aufgrund seiner Faserstruktur, je nachdem wie es gewebt, wie es überlappt, wie es gelagert wird und mit welchen, ja, aus welchen Verbundvarianten es besteht, kann es auch extremst robust und widerstandsfähig sein. Beispiel dazu ist, es gibt auch mittlerweile Hersteller, die experimentieren schon mit Carbon-Kolben. Also wirklich Kolben und Motorenbauteile aus Carbon. Das zeigt nur umso mehr, wie stabil und robust dieses Zeug sein kann. In diesem Falle, in dem Hammer, sehr robust. Wir haben einen echt geilen, stabilen Griff. Und vor allem auch, wenn man hiermit hämmert, auch eben wieder durch diese Gummierung, sehr wenig Vibration. Der Hammer angenehm leicht, dabei aber trotzdem mit hier oben 500 Gramm ordentlich Schwungmasse, dass man hier richtig Kraft aufbringen kann. Und ich finde auch einfach vom Design her sehr schick. Und wenn man halt die Wahl hat, zwischen diesen ganzen Hämmern hier sich zu entscheiden, dann finde ich es auch mehr als nur gerecht, dass man einfach mal guckt, was es alles so an Hämmern gibt. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also bei Padding House gibt es so viele Hämmer, auch größere Varianten, Vorschlaghämmer, Fäustel, alles mögliche. Die gibt es wirklich in einem riesigen Sortiment, sodass jeder die richtigen Hämmer findet, die er braucht. Es gibt auch Latthammer für, ich sag mal, Zimmermänner oder Dachdeckerhämmer, es gibt alles mögliche. Also die haben wirklich ein Riesensortiment und auch dazu noch Nageleisen, so Metallkeile, Einschlagkeile, alles mögliche, wirklich haben die in ihrem großen Sortiment und somit dachte ich, ist es einfach auch mehr als nur fair, mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bei den Hämmern zu bringen. Deswegen einmal hier die verschiedenen Varianten, die ich jetzt bestellt habe. Dazu hier nochmal dieser klassische Gummihammer, hier mit beidseitig schön gummiert, mit einem Eschenstiel und ja, eben dafür genutzt, um irgendwas irgendwo reinzutreiben, was man vielleicht nicht kaputt machen möchte. Eben so einen schönen Gummihammer, pam pam, einmal drauf, wunderbar, ist kein Problem. Dazu das schöne Sortiment hier, was noch dabei ist, bei jedem dieser Hämmer, einen ordentlichen Meißel mit einem stabilen, großen Kopf, wo man ordentlich draufhauen kann und einer schönen, scharfen, spitzen, ja, Klinge, Spitze vorne dran, die auch ein bisschen gehärtet ist, damit man ordentlich irgendwas durchtreiben kann oder wegmeißeln kann. Und dazu ein schönes Sortiment an verschieden großen Splinttreibern, beziehungsweise hier in diesem Falle ein Körner dabei und das gehört auch immer zu diesem Grundsortiment, was bei diesen Hämmern dabei ist. Gefällt mir sehr gut, weil ein Splinttreiber, ein Körner und ein Meißel ist wirklich auch ein Basic, was in jede Werkstatt gehört und wenn es in dem Werkstattwagen drin ist, also bitte, warum denn dann nicht? Das war's erstmal zu den Hammersortimenten. Also wie gesagt, schöne verschiedene Sätze von Hämmern dabei. Dazu immer ein Kunststoffhammer und ein Metallhammer in Kombination, beziehungsweise der Griff unterscheidet sich ja im größten Teil zwischen Carbon, Kunststoff, Fiberglas und Holz. Und eben immer die Splinttreiber, der Körner und der Meißel dabei. Schon mal sehr, sehr schick. Und wie gesagt, jeder kann sich ja jetzt dafür entscheiden, welchen Hammer er haben möchte. Ich würde nicht alle drei in Realität bestellen, wenn ich den Werkstattwagen kaufen würde. Ich würde mich wahrscheinlich für den Carbonhammer entscheiden, einfach weil der Carbonhammer der wertigste ist. So aus meinem Gefühl heraus. Nicht, dass die anderen unwertig wären, aber der Carbonhammer, der macht es einfach besonders. Das ist ein besonderer Hammer, ist ein Hightech-Verbundmaterial, macht es einfach irgendwie special. Und insofern würde ich mich für den entscheiden. Der Kunststoffhammer, also der Gummihammer hier, ist ja sowieso dabei. Dann hat man eh noch diesen Splinttreiber und ja, Körner sowie Meißelsortiment dabei. Also ist das für mich ausreichend. Ich hätte vielleicht gesagt, man könnte diese, weil wir haben ja auch wieder hier diese drei Module nebeneinander, aber es passt nicht ganz. Also drei Module nebeneinander von diesen Hämmern und quasi die Schublade ist immer noch nicht voll. Deswegen hier auch wieder dieser Punkt, dass es schade ist, dass diese drei Module nicht die Schublade ausfüllen. Aber hätte man dieses Modul einen Ticken größer gemacht und vielleicht noch ein Fäustel dazu gepackt, halt quasi hier so ein. Habe ich einen rumfliegen hier auf die Schnelle? Eigentlich müsste. Moment. Ja, hier einfach so einen kleinen Fäustel noch dabei.
vielleicht jetzt nochmal in die andere Richtung. Hier den Gummihammer runter, hier den normalen und hier oben nochmal den Fäustel hin. Und damit die, dieses Modul einen Hauch breiter gemacht, hätte man auch den Fäustel drin. Und der Fäustel wäre in Kombination mit diesem Carbonhammer und dem Gummihammer ein perfektes Modul. Fände ich richtig gut. Aber so im Großen und Ganzen, es gibt auch einen Fäustel von Paddinghaus. So ist es nicht. Ich habe ihn jetzt nicht, aber es gibt auch einen Fäustel von Paddinghaus. Aber deswegen für mich so die Idee, warum macht man nicht dieses Modul einen Hauch breiter, dass wirklich diese drei Module nebeneinander dann eben auch den Werkstattwagen wieder füllen würden und packt dann noch einen Fäustel dazu. Wäre voll geil, aber ich sag mal, im Basissortiment reicht auch das. Ja, jetzt kommen wir noch zu der anderen Schublade, die ich eben noch angesprochen habe. Und zwar die Schublade, die mir nicht in jedem Werkstattwagen fehlt. Es gibt wenig Werkstattwagen, wo sie drin ist. Eine Schublade, in der es um die spanabtragende Verarbeitung geht, egal wie sie auch aussieht. In diesem Falle haben wir eine wunderschöne Säge hier drin. Wirklich eine wunderschöne Bügelsäge. Wir haben hier oben so einen schönen Spannmechanismus. Plopp, ihr habt es schon gesehen. Damit man unten das Sägeblatt spannen kann. Aber das Ganze super easy und nicht so bescheuert fummelig wie bei vielen anderen. Ich packe einfach das Sägeblatt hier rein. Drückt den Hebel zu. Paff. Gespannt. Perfekt. Hier unten ist noch eine feine Justierschraube für den Fall, dass jetzt irgendwie man noch mal ein bisschen mehr spannen muss oder ein bisschen weniger. Aber im Großen und Ganzen wunderbar. Dazu hier vorne gummiert, hinten gummiert. Man kann so richtig über die volle Länge sägen, ohne dass man sich irgendwie abrutscht, irgendwie wehtut, irgendwie anstößt. Und wie gesagt, deutlich besser als solche kleinen Kacksägen hier. Oder diese ganz großen Sägen, es gibt ja auch noch viel größere, aber so hat man echt eine gelungene Kombination aus Größe, Stabilität und Materialverarbeitung, sodass man wirklich keine zu große Säge hat, keine kleine Säge hat. Hiermit kann man aber viel anfangen. Also insofern wirklich eine schicke Säge. Und was ich noch cooler finde, bei den meisten Herstellern ist es so, wenn sie wirklich eine Säge dabei haben, dann hast du ein Sägeblatt da drin. Und tatsächlich in den meisten Fällen, hier steht es jetzt auch genau drauf, welche Länge, wie viel Zähne, alles wunderbar. Aber den meisten Herstellern steht das eben nicht drauf. Dann hast du eine Säge von irgendeinem x-beliebigen Hersteller mit irgendeinem x-beliebigen Sägeblatt drauf. Und dann kannst du es vielleicht nachmessen, aber es kann dir keiner sagen, ob dann auch wirklich die Punkte, wo das Sägeblatt gespannt wird, eingehangen wird, ob die an der richtigen Stelle sind. Beziehungsweise, ob es dann auch wirklich richtig reinpasst. In diesem Falle schon mal cool. Paddinghaus gibt direkt 5 Ersatz-Sägeblätter mit dazu. Das ist schon mal geil, weil zum einen hat man dann schon mal mehrere Sägeblätter und ist nicht, wenn das eine ein bisschen stumpf geworden ist, direkt ausgeliefert. Zum anderen hat man aber hier auch wirklich schön dann die genaue Bezeichnung, die genaue Größe. Und das heißt, man könnte theoretisch auch Drittanwender Sägeblätter hinzufügen und nutzen. Aber warum sollte man das tun? Weil die sind echt gut, die Sägeblätter. Ich habe auch damit schon gearbeitet und insofern passt das für mich echt. Ich finde, diese Säge ist wirklich klasse und ich finde, sowas sollte wirklich zu jedem Standardsortiment in der Werkstatt gehören. Eine Besonderheit noch, die wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Diese Säge verfügt über die Möglichkeit, einen 45-Grad-Schnitt zu machen. Wir haben hier einmal eine gerade Anbringung des Sägeblattes und hier können wir das Sägeblatt einmal schräg anbringen. Ja, jetzt muss ich hier ein bisschen rumfummeln. Aber ihr könnt es schon sehen, wir haben hier halt quasi diese 45 Grad abgeschrägten Punkte und daran kann ich eben das Sägeblatt anbringen. So. Zack. Und schon habe ich ein schräg stehendes Sägeblatt. 45 Grad. Ja bitte, wie cool ist das denn? Also tatsächlich muss man wirklich sagen, ich kenne wenig Handbügelsägen, die diese Möglichkeiten haben. Und schon gar nicht, wenn es jetzt in meinem Fall, ich bin ja auch kein Schlosser in dem Sinne und ich bin auch kein Schreiner, der immer nur mit Sägen oder viel mit Sägen arbeitet. Dementsprechend erwarte ich das schon gar nicht in einem Werkstattwagen, wo so eine Säge als ja zusätzliches Modul drin liegt, sodass man mal eine Säge hat, wenn man denn eine braucht. Wenn man nämlich ein Modul hat, wo eine Säge drin ist, damit man eine braucht, würde es ja theoretisch auch so eine tun. Hätte man so eine Säge drin, hat man zumindest eine. Für ein Grundsortiment okay. Aber dass in einem Grundsortiment dann wirklich hier so eine Säge drin ist, wo man auch schön 45 Grad Gehrung schneiden kann, wo man wirklich so eine schöne Gummierung hat und das einfach auch so simpel zu verstellen und zu handzuhaben ist, das ist wirklich eine klasse Säge. Das ist schon mal ein absoluter Pluspunkt für diesen Wagen.
Dazu kommt dann das Feilensortiment. Auch hier der Punkt. In der Vergangenheit, ich glaube, der D-Tech-Wagen war es, da waren auch zwei Feilen drin. Ich würde jetzt sagen, so ein, zwei Feilen in den Werkstattwagen sind schon mal schick und machen es wirklich gut. Damit hast du auf jeden Fall was für ein Basissortiment, was du so brauchst. Aber hier bei Paddinghouse geht man weiter. Wir haben tatsächlich nicht nur ein oder zwei Feilen. Wir haben eine gerade Feile. Wir haben eine Halbrundfeile. Wir haben eine Rundfeile. Wir haben eine Vierkantfeile. Und hier unten drin, habe ich jetzt nicht ausgepackt extra, haben wir auch noch eine Dreiecksfeile. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Feilenprofile, tatsächlich quasi alle gängigen Feilenprofile in diesem Werkstattwagen drin. Das heißt, wir haben hier nicht nur eben so ein Sortiment, was man hier reingepackt hat, um für den Fall der Fälle mal ein paar Sachen da zu haben, sondern wir haben hier wirklich ein Sortiment mit einem umfassenden Feilenprofilsatz und eine richtig geile Säge. Das heißt, das hier ist kein alternatives Modul, wo man sagt, ja, das ist, damit man sagen kann, wir haben jetzt im Werkstattwagen auch was, was wir nutzen können, um was zu sägen oder was zu feilen. Nein, hier hat wirklich jemand gedacht, wir brauchen ein paar anständige Feilen in der Werkstatt und eine anständige Säge, also ab damit in den Werkstattwagen. Schon mal sehr cool. Und das Ganze dann natürlich garniert mit eben einem Maßband hier, was klein handlich ist, 3 Meter mit einem Stopp und einer Verriegelung hier, die man leicht lösen kann mit einem Endchen dran und einem Gürtelclip. Also quasi auch hier nicht mal einfach nur irgendein Maßband, sondern dieses Maßband kann man schon vielseitiger einsetzen. Wie gesagt, hat man hier so eine Schlaufe für die Hand hier, schön Gürtelclip, kann man auch einen Gürtel machen. Hat hier so eine kleine Stopptaste, die aber nicht zum Einrasten, sondern nur zum Festhalten dient. Quasi solange man dran ist, kann man hier festhalten und hier oben dann eben die eigentliche Arretierung. Total cool. Auch sehr schön und somit auch wieder ein sehr wertiges Teil. Genauso, dass da unten dann eben noch so ein kleines Metalllineal drin ist. Und dass wir da dann eben auch noch so ein kleines Cuttermesser drin haben, macht eben dieses Sortiment zu für mich einem sehr unterschätzten, aber mir immer wieder fehlenden Sortiment. Mir fehlt das immer wieder in Werkstattwagen, dass ich denke, ja gut, wir haben einen Hammer, wir haben Maulschlüssel, wir haben Ratschen, wir haben all das drin. Aber ich muss doch ab und zu auch mal sägen. Auch im Kfz-Bereich. Ich persönlich, wie ich ja schon am Anfang des Videos gesagt habe, ich mache alles selber. Auch im Haushalt. Ich mache auch andere Projekte. Ich baue auch Dinge selbst. Ob ich jetzt, eine Heizungsanlage einbaue. Ich hole mir zwar auch immer wieder Hilfe dann von Profis. Aber die grundlegenden Sachen, wie ich sag mal Boiler aufhängen, sowas mache ich alles selber. Oder, ich habe auch mal einen Heizkörper separat ans Heizungssystem angeschlossen und mit angebracht. Dann ein paar Rohre zurechtsägen, anschließen mit Hanf im Gewinde und alles sauber abdichten und so. Sowas mache ich selbst. Genauso auch mal ein paar Möbel selber bauen für den Garten oder sowas. Das mache ich alles selber. Und dafür braucht man halt verschiedenste Werkzeuge. Und deswegen fehlt mir in vielen Werkstattwagen auch immer wieder was, so Kleinigkeiten. Klar, in einer Kfz-Bude muss jetzt keiner Möbel bauen. Aber in einer Kfz-Bude muss man auch mal vielleicht, weil man eine Schraube verloren oder eine Schraube abgerissen hat, die Schraube ist draußen, man hat sie aber abgerissen, man braucht eine neue Schraube. Hat jetzt eine Schraube in gleicher Festigkeit, die ist aber zu lang. Dann kann ich mit so einer Eisensäge die Schraube kürzen. Oder, was weiß ich, bestes Beispiel, ich hatte jetzt die Tage gehört, dass es von immer wieder auch mal zu anderen Sachen gibt, Nachrüstungen bei Transportern oder sowas. Hab ich letztens noch gesehen, hat eine Werkstatt für, ich glaube, die Post war es, für einen Posttransporter haben sie den Boden ausgetauscht, der unten drin lag. Metallboden, so Riffelblechboden. Musste auch zurechtgesägt werden. Ich würde zum Teil mit der Flex arbeiten, aber manchmal reichen für kleine Sachen auch einfach eine Eisensäge. Und dann muss man sie danach, wenn man sie geflext hat, trotzdem entgraten. Dafür hat man die Feilen. Also sowas, finde ich, darf in keiner Werkstatt fehlen. Ob Kfz-Werkstatt oder Privatwerkstatt, Feilen und Sägen gehören dazu. Und deswegen fehlen sie mir in vielen, vielen Werkstattwagen. Einfach eine Oder bei vielen Werkstattwagen sind sowieso nur die ersten 3 oder 4 Schubladen belegt, der Rest ist leer. Warum legt man da nicht so einen Satz irgendwo dazu? Ja, ich sag mal so. Das hier ist das finale Video. Ich würde jetzt quasi hiermit schließen um die Werkzeuge. Ich finde dieses Zusatzmodul wirklich sehr, sehr geil, habe ich ja gesagt. Diese Sägen und auch die Hämmer, wirklich hervorragend. Wenn ich das jetzt so sehen würde, ich fände es ganz gut, wenn es seitens Paddinghouse
vielleicht ein paar vorzusammengestellte Werkstattsortimente gäbe für diesen Wagen. Sprich, wir haben jetzt zum Beispiel eins, was ein bisschen mehr orientiert ist an eine Kfz-Werkstatt, indem wir dann zum Beispiel etwas größere Torx-Bits noch mit drin haben oder vielleicht Langnüsse oder sowas noch mit drin haben und vielleicht einen Drehmomentschlüssel mit Radmuttern, Nüssen unten drin. Oder dass man dann halt eben sagen kann, ja, das ist jetzt vielleicht der Werkstattwagen, der ein bisschen mehr in eine Schreinerei geht oder sowas. Das heißt, noch ein paar andere Sägen rein, vielleicht eine Japansäge rein oder irgendwie sowas, dass man halt da so ein bisschen noch variieren kann. Im Großen und Ganzen habe ich jetzt verschiedene Module zusammenbestellt. Das ist schon ein großer Auszug aus dem Modulsortiment. Es gibt noch ein paar mehr, aber es gibt auch nicht mehr so viele Module mehr. Das heißt, ich für meinen Teil denke, man könnte das Modulsystem, weil im Grundbegriff an Werkzeugen hat Peddinghaus noch viel mehr zu bieten, aber ich denke, man könnte dieses Modulsystem noch ein bisschen ausbauen. Das ist das Einzige, was mir wirklich einfällt, wenn ich diesen Werkstattwagen ansonsten so im Gesamten als Fazit bewerten sollte. Der einzige negative Aspekt ist, finde ich, ich finde es halt schade, dass diese Module im Zusammenhang nie die ganze Schublade füllen. Das heißt, dieses große Modul mit der Säge unten drin hat rechts und links etwas Spiel. Natürlich kann ich es wie immer ganz an die eine Seite schieben, kann dieses schmale Modul, was ich hier oben drin habe, noch dazwischen setzen und schon ist wieder der ganze Werkstattwagen gefüllt. Somit kann man das Problem umgehen. Aber es wäre doch vielleicht schicker, wenn man, was weiß ich, bei dieser Säge hier noch so einen Streifen Holzsägeblätter dazu packen würde oder keine Ahnung, was könnte man noch dazu packen? Wir haben ja hier auch, in dem Sortiment ist ja auch so eine kleine schöne Anreißnadel dabei. Man könnte ja stattdessen da vielleicht auch noch einen Bleistift und einen Spitzer dazu packen. Oder vielleicht sogar so einen Anreißzirkel oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann das Sortiment einen kleinen Ticken größer machen und hätte dann quasi die Schublade komplett gefüllt. Ich persönlich bin nämlich so ein Symmetriemensch und ich mag das, wenn die Schublade komplett gefüllt ist. Ansonsten, wie gesagt, ein bisschen mehr in Sachen größere Bits und Langnüsse wäre noch gut. Aber ansonsten im Großen und Ganzen ein wirklich hervorragender Werkstattwagen. Gerade für Leute, die privat heimschrauben, absolut perfekt, weil hier wirklich ein wirklich schönes Grundsortiment drin ist. Wir haben grundsätzlich einen Steckschlüsselsatz, wo das Grundlegendste drin ist. Klar, die Langnüsse und die Bits gehen wieder sehr in die Kfz-Richtung. Aber das ist egal, die braucht man nicht zwingend, wenn man zu Hause eine private Werkstatt betreibt. Die kann man sich ansonsten aber auch separat nachkaufen, so ist es ja nicht. Dann eben schöne Ringmaulschlüssel, Ringratschenschlüssel, Schraubendreher dazu. Vernünftiges Hammersortiment, aus dem man sogar aus verschiedensten Hämmern wählen kann, aber immer durchdacht im Sinne von, wir haben Splinttreiber, Körner und Meißel dabei. Und dann eben dieses wunderschöne Sortiment an Zangen, mit VDE-Zangen, mit Festsetzzange, mit Abisolierzange, mit dem Standard Wasserpumpenzange, Spitzzange, Seitenschneider, alles drin, was man als Basissortiment braucht. Dazu noch, wie gesagt, schicke Schraubendreher, den Steckschlüsselsatz und eben dieses schöne Säge-Feilen-Modul. Man hat hier in dem Werkstattwagen, finde ich, das kombiniert, was für mich es ausmacht, eben, wenn man selbstständig viele Projekte betreut und selber arbeitet, hat man hiermit wirklich ein grundlegendes Sortiment, was man immer benutzen kann. Und damit ist alles hier in diesem Werkstattwagen drin. Insofern gibt es von mir einen Daumen hoch für das wirklich geile Sortiment von dem Werkstattwagen und noch einen Daumen hoch für die wirklich hervorragende Qualität und Verarbeitung. Und ja, ich denke, abgesehen von den kleinen Kritikpunkten, hat euch der Wagen genauso gefallen wie mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Schaltet wieder ein, wir sehen uns. Bis dann. Hey Leute, hier oben könnt ihr meinen Channel abonnieren oder unten über das kleine Logo und hier mittig könnt ihr meinen letzten Upload sehen bzw. meinen neuesten Upload und könnt euch noch weitere Videos von mir anschauen.